Willkommen, Freunde. Heute hört ihr eine kleine Geschichte über Nächstenliebe, Achtung, Fürsorge und Dankbarkeit. Auf der Welt gibt es viele Beispiele dafür, dass sehr reiche und gut situierte Menschen ihr ganzes Leben in Einsamkeit verbringen, ohne Kinder oder Familie. Sie geben viel Geld für teure und schöne Dinge aus, zum Beispiel für Privatjets und Sportwagen. Und wahrscheinlich sind sie im Großen und Ganzen zufrieden, denn sie haben dieses Leben ja selbst gewählt. Zur selben Zeit gibt es Menschen, die wenig Geld haben und gerade so über die Runden kommen. Aber diese Menschen haben dafür etwas anderes. Ein gutes Herz, eine reine Seele und sehr viel Liebe. So viel, dass sie bereit sind, diese mit allen zu teilen. Diese Geschichte begann vor vielen Jahren, als die leiblichen Eltern ihren Jungen namens JV nicht behalten wollten. Der kleine Junge war damals gerade 3 Monate alt, als sie ihn anonym in einem Kinderheim abgaben. Wir wissen nicht, wie sich das Schicksal des Kleinen entwickelt hätte, wenn ihn nicht eine arme philippinische Familie adoptiert hätte, die zu der Zeit bereits mehrere eigene Kinder hatte. Dem Ehepaar tat es einfach leid, dass das Leben eines kleinen Kindes im Heim beginnt. Die Familie hatte nichts, als sie sich zu diesem verantwortungsvollen Schritt entschloss. Obwohl beide Eltern ständig hart arbeiteten, um Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen, überlegten sie nicht eine Minute. So kam der kleine JV in die Familie von Nane und Tatei. Die Zeit verging und der Junge wuchs wie ein gewöhnliches Kind auf. Manchmal war es nicht leicht, aber die Eltern bemühten sich aus ganzer Kraft, ihrem Sohn JV Lazaro das Beste zu geben. Das Beste, um sein Leben ein wenig glücklicher zu machen. Sie zogen ihn mit Hingabe wie ihr eigenes Kind auf. Nane arbeitete als Verkäuferin in einem kleinen Laden. Tatei hat sein ganzes Leben als Packer Säcke geschleppt. Die letzten 25 Jahre lebte die Familie in einem winzigen, bescheidenen Haus mit minimalem Komfort in einem der ärmsten Viertel der Stadt. Lange Zeit hatte die Familie nicht einmal Möbel und sanitäre Einrichtungen, von einem Fernseher ganz zu schweigen. Trotz des äußerst geringen Einkommens und obwohl sie manchmal auf vieles verzichten musste, herrschte in der Familie Eintracht und Herzlichkeit. Das Leben war schwer, aber solange wir 2x am Tag zu essen hatten, waren wir glücklich, erinnerte sich JV später. Solange ich klein war, habe ich alles so genommen, wie es war. Aber als ich etwas älter wurde, habe ich häufig gehört, wie meine Eltern abends über den Geldmangel sprachen. Danach hat mein Vater in der Nachtschicht gearbeitet, um mir neue Schuhe zu kaufen. Das habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Sie hatten nichts, aber dennoch haben sie mich bei sich aufgenommen. Nane und Tate legten viele Jahre Geld für die Bildung des Jungen zurück. Sie träumten davon, ihrem Adoptivsohn eine gute Ausbildung zu ermöglichen, in der Hoffnung, dass dies ihm hilft, eine gute Arbeit zu finden. Sie wollten, dass er einmal viel, viel besser leben soll als sie selbst. Und sie wollten, dass er irgendwann von diesem Ort fortziehen kann. Der Junge hat seine Eltern übrigens nicht enttäuscht. Er lernte fleißig und träumte davon, seine Familie aus der Armut herauszuholen. Er besuchte das College und fand nach dem Abschluss eine Arbeit in einem internationalen Unternehmen. Er begann als einfacher Büroangestellter. Aber dank seiner Zielstrebigkeit stieg er innerhalb von 10 Jahren in das Top-Management auf und wurde Leiter eines Assistententeams. Schon während der Kindheit sah JV, wie viel seine Adoptiveltern für ihn taten. Er schwor, dass er, wenn er groß ist und ein gutes Auskommen hat, ihnen auf jeden Fall dafür danken wird. Die Erinnerung an die schwierige Kindheit spornte den Jungen an, hart zu arbeiten. Mit jeder Stufe auf der Karriereleiter kam er seinem Traum einen Schritt näher. Ungeachtet der schweren Kindheit wird JV mit der Zeit immer erfolgreicher. Am meisten motivierte ihn aber das Versprechen, seine Eltern glücklich zu machen, das er sich vor vielen Jahren selbst gegeben hatte. Nun, da ich die Möglichkeit habe, meinen geliebten Eltern etwas zurückzugeben, habe ich dafür gesorgt, dass sie besser leben. Besser, als sie je geträumt haben, schrieb der 29-jährige JV einmal auf Facebook. Danach erfüllte er den Traum seiner Eltern von einem schönen Haus, indem er ein tolles 3-stöckiges Haus mit 7 Zimmern bauen ließ. Ich habe das Haus mit Bargeld bezahlt. Es wurde innerhalb eines Jahres errichtet und meine Eltern haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Ich hatte beschlossen, sie zu überraschen. Als ich sie zu dem neuen Haus brachte, konnten sie diese Wunder nicht fassen. Mutter und Vater weinten, aber das waren Freudentränen. In ihrem neuen Haus gibt es 7 Zimmer, ein riesiges Wohnzimmer und eine Küche für unsere ganze Familie.
Aus der alten Wohnung haben wir nichts mitgenommen, außer dem Fernseher, den ich der Familie ein Jahr zuvor zu Weihnachten gekauft hatte. Ich möchte einfach, dass Nane und Tate von diesem Tag an leben, ohne auf etwas zu verzichten. Das luxuriöse Stadthaus, das Javi seinen Eltern schenkte, ist komplett ausgestattet und hat alles, was seine Eltern mögen. Eine große Garage für den Vater und eine Küche für die Mutter. Aber das ist noch nicht alles. Er drückt nun seine Dankbarkeit in verschiedenen Überraschungen aus, darunter Reisen um die Welt. Da seine Eltern in ihrem Leben nichts gesehen hatten außer schwerer Arbeit, gingen sie gemeinsam auf Weltreise. Ich erinnere mich daran, wie ich in der 6. Klasse war und meinem Vater scherzhaft sagte, dass ich ihn und meine Mutter einmal mit ins Ausland nehmen werde. Natürlich hat er nur gelächelt und mich fest gedrückt. Damals war das einfach ein Traum. Aber ich wusste genau, dass ich mein Versprechen erfüllen muss. Obwohl Javi jetzt sehr erfolgreich geworden ist, versucht er so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen. Außerdem half er seinen Brüdern und Schwestern, die er in seiner Firma einstellte. Einigen schenkt er sogar ein Auto. Wir sind alle gemeinsam aufgewachsen und haben das Letzte miteinander geteilt. Niemals hat einer von ihnen gesagt, dass ich ein Adoptivkind sei. Diese Familie ist das Beste, was mir passieren konnte, resümiert der junge Mann. Er versprach seinen Adoptiveltern ein glückliches und sorgloses Alter und erfüllt dieses Versprechen jeden Tag. Nach den Fotos zu urteilen, passt dieses große, neue und mit Herzlichkeit gefüllte Elternhaus ideal zu dieser glücklichen Familie. Es hat sich so ergeben, dass der Adoptivjunge aus einer armen Familie durch Tüchtigkeit und Strebsamkeit den Traum seiner Eltern erfüllte und ihnen jeden Tag für die Liebe dankt, die sie ihm gaben. Es heißt nicht umsonst, dass die richtige Erziehung der eigenen Kinder die beste Investition ist. Diese Geschichte ist dafür ein guter Beweis. Könnt ihr diesen Worten zustimmen? Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren. Und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.